Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Belgien in Spa beim achten Lauf der siebten Saison der MyTeam-Karriere angekommen. Nach einem spannenden Frankreich-Rennen, vor allem auch einen wichtigen Rennen, weil wir das Rennen gewonnen haben und Pierre nur Achter wurde, das ist mit Abstand wirklich das schlechteste Ergebnis der Saison für ihn. Und so schnell kann es dann auch gehen. Sind wir nur noch 11 Punkte hinter Pierre, nachdem der die ersten drei Rennen gewonnen hat und dahin nach zweimal Zweiter wurde. Und ja, mal sehen, also wenn es so weitergeht, dann könnten wir rein theoretisch, also wenn es in Spa so weitergeht zumindest erstmal, dann könnte es theoretisch eine WM-Führung, einen Spitzenwechsel geben. Und das ist natürlich ganz schön krass, nachdem wie das bisher so ein bisschen angefangen hatte gegen einen Gassi, der unschlagbar schien. Aber ich finde doch nicht mehr so unschlagbar zu sein. So, Leclerc können wir erstmal hier ein bisschen Aktivitäten wieder geben. Der kann so vielleicht zwei Sachen diesmal. Mit seiner Teamanerkennung kann ich schaden. Und ja, Geld brauchen. Obwohl, nee, dann hier mal noch schön die Abteilungsmoral stärken. So, hier müssen wir ja wieder nichts machen. Ach so, das wollte ich mal noch zeigen. Ja, stimmt. Haas hat übrigens mittlerweile Alpine überholt. Die sind auf einmal dran so ziemlich an dem Spitzenfeld. Und auch auf Romeo fehlt es nicht mehr so viel. Also das einzige Team, was noch richtig keinen Bock hat, irgendwas zu machen, offensichtlich, ist Alfa Tauri. Aber sonst wollen die anderen beiden Teams mal Haas und Alfa Romeo doch mal endlich mal doch mal ein bisschen um bessere Positionen kämpfen. Ja, aber ich würde sagen, spulen wir mal die Zeit als erstes mal vor. Bis zum Rennwochenende. So, dann gibt es hier noch die Ressourcenpunkte und das Geld. Der Teamaufbau. Ach ja, die mit ihren scheiß Rivalen. So, schön hoch die Moral. Und was haben wir jetzt? Alpha Tauri? Ne, hat nichts gemacht. Ich dachte schon, das sah gerade irgendwie so aus. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spa-Wochenende. Auch meine absolute Lieblingsstrecke. Und da, also apropos, ja, auf dem, da will ich mal kurz gucken, wo waren wir denn da bisher in der ganzen Karriere in Spa? In der ersten Saison 8. mit einem nicht so guten Auto. In der zweiten 5. mit einem durchschnittlichen Auto. In der dritten ausgeschieden, in Führung liegen. Da hätten wir aber gewonnen, das weiß ich noch. Da hatten wir aber Motorschaden in der dritten Saison. Dann auch ausgeschieden in der vierten Saison. Hätten wir auch gewonnen, weiß ich noch. Also, ja, also es lief immer gut ins Bar von der Pace her, aber dann doch ganz viel Pech gab, wie man sieht. In der fünften Saison, wo es... Ach, da sind wir nicht gefahren. Ah doch, da haben wir gewonnen, ja. In der letzten sind wir nicht gefahren, weil wir da eine Saison ohne Sprints machen wollten. Ja, und jetzt mal gucken. Aber wir haben schon mal ein Rennen hier gewonnen, auf jeden Fall. Also, und zweimal sind wir aber dort ausgeschieden, in Führung liegend. Ist ja auch nicht so ein gutes Omen für diese Strecke, aber... Ich hoffe mal, dass alles glatt diesmal läuft dort. Oh, okay. Im Qualifying soll es sogar strömenden Regen geben, offensichtlich. Also zumindest was das Symbol hier sagt. Mit, also kein Sonnensymbol, da ist halt komplett nur Regenwolken da mit Regen halt. Das ist immer so ein Zeichen, dass es komplett Regen soll. Das ganze Qualifying und so ist es auch. Es soll das ganze Qualifying durchregnen. Aber es sind nicht diese doppelten Regentropfen. Nur diese eine Ebene, diese eine Reihe. Was dann wohl für Inters bedeuten würde. Aber wir werden das sehen. Vielleicht sind es auch voll jetzt. So ganz vertraue ich die der Vorhersage auch nicht mehr. Vielleicht ist so komplett trocken. Wir hatten so schon mal so, dass da ein Sonnensymbol da war, aber es hat trocken geregnet dann. Also ich traue dem auch nicht mehr so ganz der Vorhersage. Ein bisschen spät gebremst. Oh, es war viel zu spät gebremst. Ja, das war eine sehr gute Runde, aber jetzt hier mal schön die Schikane im Regen verbremst. Schön, schön verpasst auf jeden Fall. 51-0. Ja, aber trotzdem vor Russell und Sainz schon mal. Fand die Mercedes, die ja so stark auch zuletzt waren. Ja, keiner weiß, ob das so viel Bedeutung hat. Wer weiß, ob das hier noch trocknen wird oder so. Mal gucken. Boah, das war aber echt eine gute Runde offensichtlich. Abgesehen dieses Verbremses halt.
Und das sieht man auch, wie im letzten Sektor nicht Leader sind durch diesen Verbremser. diesen Leader-Sektor Science, der gerade nur 10. ist auch. Wir tun auf jeden Fall am meisten im Mittelsektor holen, oder? Obwohl, gegen PS4 eigentlich überall so ein bisschen was, abgesehen vom ersten Sektor, letzten Sektor. Ja gut, wollen wir pokern jetzt einfach? Gehen wir davon aus, es soll hier nicht trockener werden irgendwie. Ich würde sagen, wir bleiben einfach in der Box. Das sollte sich ausgehen, denke ich. Boah, wir beenden das erste Kurven sogar auf Platz 1 ganz knapp vor Verstappen. Die Red Bull scheinen sich ein bisschen zurückzumelden. Zumindest war Verstappen, Pierre ein bisschen im Rückstand, aber vieles ist ja trotzdem nicht so verkehrt erstmal. Ja, wen hat es denn erwischt? Die Überraschung vielleicht? Ja, okay, Magnussen würde ich sagen, mit dem zweitbesten Auto ist eine Überraschung. Aber bei dem eigentlich auch nicht vom Fahrer her. Also eigentlich keine so große Überraschung, muss man leider sagen. Also ich denke, also ich kann mir gut vorstellen, dass K-Mac eventuell zurücktreten wird. Also was der so an Leistung bringt, ist mit diesem Auto und mit diesem starken Aston Martin, also das ist wirklich, das ist einfach halt wirklich, das kannst du keinem erzählen. Jetzt die Kurve mal bitte richtig viel benehmen. Ja, war für mich ein bisschen vorsichtig jetzt, aber immerhin richtig genommen. Ich glaube, das ist immer noch schneller gewesen gerade. Oder eine 49,5. Gut, das kann natürlich auch sein, dass die Strecke deutlich schneller geworden ist. Eventuell. Oder einfach die Runde viel besser war auch. Das kann natürlich auch sein. Boah, was? Wir beenden das Qualifying wieder auf das, aber auf wirklich 7 Zehntel Vorsprung. Knappen 4 Zehnteln. Boah. Also damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Aber vielleicht war es dann wirklich einfach eine gute Runde. Ich meine, die war halt über 1,5 Sekunden schneller ungefähr als die in Q1. Und unbedingt viel schneller muss die Strecke jetzt auch nicht unbedingt gewesen sein, ne? Weil zum Beispiel so PS3, ich weiß gar nicht, ist da an die Zeit ungefähr. Ah doch, vorhin hatten wir 51. Der 51er Zeit irgendwas. Jetzt haben die hier auch eine niedrige 50er Zeit. Also die Strecke scheint schon auf jeden Fall auch schneller geworden zu sein. Aber meine Runde war dann doch gut. Ja, wen es leider erwischt hat, mal wieder leider. Nach dem Podium in Frankreich, ja, hatte ich gehofft, der Knoten wäre geplatzt jetzt endlich mal. Aber, ja, aber so ganz knapp, ne? 14.000 die ihm da, boah, das ist schon echt brutal. Aber gut, hat es noch eine andere Überraschung gegeben? Ne, Norris ist dabei, du Russell ist noch mit dabei, die beiden Red Bulls sind dabei. Schal, ja gut, Schal ist eine Überraschung vielleicht, ne? Das ist auf jeden Fall. Boah, sogar Lila mit einem ja, Fehler, den ihr auch nicht gesehen habt. Ja, wir sind aber mit Abstand letzten auf der Strecke, so ziemlich. Und es kann schon sein, dass die Strecke auch nochmal deutlich besser geworden ist. Ich glaube, hier ist aktuell auf Pole. Wenn es darauf ankommt, macht er dann doch wieder so eine Runde offensichtlich. Die Runde ist trotzdem nicht verkacken möglich, dann sieht es fast nach der Pole aus, trotz eines Fehlers. Oh, eine 48,0! Okay, Scheiße! Leistung. Du warst wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Die Strecke muss ja nochmal deutlich schneller geworden sein. Boah, Scheiße! Die Strecke muss ja nochmal deutlich schneller geworden sein. Was?
Ach du Schande. Okay. Also ich bin deswegen mit Absicht von. Also ich hab schon gesehen, dass die Strecke schneller werden soll, weil ich gesehen habe, dass die. Das. Ja, es war auch mal ein Sonnensymbol kurz eingeblendet mit und. Es, die Softs wurden auch ein bisschen schneller. Auf jeden Fall. Und darum wusste ich, am Ende werden die Bedingungen am besten sein. Darum bin ich halt so spät rausgekommen, wie es ungefähr vielleicht ging. Ja. Aber dass das dann so viel ausmachen kann, das hätte ich nicht gedacht. Aber man nimmt mit. Ja, Pierre. Der scheint sich ja wohl zu haben, offensichtlich trotzdem. Von diesem. Von diesem Frankreich-Trauma. Was er da gab, dann Platz 8 nur auch. Gut, noch ist es nicht alle Tage Abend, klar. Erst kommt noch Sprint, dann kommt das Rennen. Aber so wie das hier gerade aussieht, scheint Pierre wieder da zu sein. So, mit klarem Himmel geht's aber jetzt in den Sprint, ohne Regen. Das heißt gilt es auch erstmal auf die Bedingungen jetzt klar zu kommen. Sind aber im Sprint, der ist eh nur 5 Runden. Mit halt logischerweise den Softs, haben da die frischen Softs auch. Ich denke, dass im Rennen, im Rennen dann könnte es dann auch mit Softs losgehen eventuell, mit oder Soft Medium halt, weil wir ja frische Sets Softs halt logischerweise haben das die ja nicht einmal im Qualifying verwendet, logischerweise. Das ist der erste Satz hier im Sprint. Und dann werden wir bestimmt safe noch mindestens einen frischen haben fürs Rennen. Ja, auf geht's. Gute Reaktion. Aber auch Gasly kommt nicht so schlecht weg, glaube ich. Die verteidigen schon mal. Ja, Pierre bleibt auf 2. Ja, die Ferraris. Oh, die Ferraris sind beide mal richtig stark, sehe ich hier auch gerade erst. Dritter und Vierter, wow. Die hat man ja da noch kaum bisher gesehen, glaube ich. Und Pierre, wie es glaube ich wissen. Der ist richtig nah dran. Oh, wieder nah dran. Ja, ist ja das übliche Ding halt. Wenn man vom Pool startet hier, kann man hier nach Urufe attackiert werden. Aber wir waren vielleicht doch weit genug weg oder der Topspeed war einfach so gut, dass das nicht ausgemacht hat. Und wir bleiben vor Pierre. Und jetzt gilt es einfach 5 Runden erstmal hier jetzt den Sprint zu machen. Ich meine, ein Punkt. Je nachdem, wie gut Pierres Pace ist, auch sein wird im Rennen. Ich weiß es nicht, ob die Pace stark genug für Platz 2 auch sein wird. Also jetzt um 5 Zehntel schon. Ja, 7 Zehntel. Wir haben auf jeden Fall eine gute Pace. Auch im Rennen wie eigentlich immer ins Paar. Es ist halt auch einfach eine der. Ja, meiner besten Strecken und meine Lieblingsstrecke noch dazu. Habe ich sogar noch am Ende der Frankreich-Folge, glaube ich, erwähnt. Von meiner drittlieblichen Strecke, Frankreich halt, geht es dann jetzt zu meiner Lieblingsstrecke direkt. Glaube ich, so irgendwie sowas ähnliches habe ich gesagt, weiß ich noch. Ja, und das merkt man auch, wie sehr ich die mag. Und leider haben wir da auch schon zweimal Führung liegenden Motorschaden kassiert. Weil ich jetzt mal lieber nicht sagen soll, nicht, dass es hier ein schlechtes Omen ist. Aber ich hoffe mal, es läuft hier bitte alles glatt. Ich darf schon echt bitte auf so einer geilen Strecke, weil wieder nicht die Zielflagge dann am Ende zu sehen. Ich würde richtig. Das wird doch richtig wehtun. Oh man, Pierre, wir wissen schon wieder. Seien Sie schon mal weit nur jetzt weg, erstmal, dass der hier nicht so eine große Rolle hier spielt. Aber Pierre will es wissen. Der will ja dieses schlechte Frankreich. Oh, weil er ist ja nah dran. Der ist schon echt ziemlich nah dran. Eine halbe Sekunde nur. Oh oh. Jetzt noch mit DRS auch noch. Und das kann ja was werden. Ja, der wird safe angreifen. Ja, oh, wieder da angeschossen kommt, Junge. Ja, wir müssen verteidigen. Wir müssen verteidigen. Und auch mit aller Macht dagegen halt, wie es nur geht. Oh, und wir schaffen es auch gerade so. Boah, aber diese Duelle, die liebe ich mit Pierre. Die gehen davon seit Saison 4 im Grunde so. Oder eigentlich sogar seit Saison 3 mehr oder weniger schon, wo unser Teamkollege war. Und seit Saison 2 in Ruhe schon mit Alpine, wo er da noch war. Da hat er auch schon Rennen gewinnen können und mit uns eine Rolle spielen können. Also seit Saison 2 geht es auch schon mit den Duellen so ziemlich so meistens. Nur halt seit Saison 4 halt um den Titel damit, ne? Und damit sind die dann noch krasser. Man, der ist nah dran. Der ist richtig nah dran, oder? Ah, nee, jetzt weiter weg diesmal. 15. Oder so 16. knapp. Ja, jetzt weiter weg. Das könnte vielleicht reichen, oder? Das könnte, haben wir jetzt perfekt gemacht, eventuell. Ja, aber niemals zu früh loben. Ja, aber nee, das sieht gut aus, oder? Aber da kommt schon ganz schön rangeschossen. Oh ja, da kommt richtig angeschossen. Ja, aber das, da ist die gerade auch schon wieder zu Ende. Sehr gut. Jetzt eigentlich keine Fehler mehr machen, dann haben wir das in der Tasche, den Sprint-Sieg. Oh oh, das ist noch nicht ganz geschafft. Der ist hier auch richtig nah dran, noch vor der letzten Schikane gleich.
Ich hatte nur die Chance, hier jetzt gleich zu kontern, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen Kampflinie fahren, ich lieber keinen Fehler machen auch. Ja, das war ein bisschen arg vorsichtig gerade in dieser Schikane. Und einfach, weil ich hier nicht mehr Dummes riskieren wollte. Und wir gewinnen den Sprint, aber hauchdünn vor Pierre und da gibt's noch, da gibt's noch eine Kollision mit Pierre. Geil. Das war gerade lustig, da, wie Pierre ja gleich mit sich gedreht hat. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Glückspilz startet aus der Pole Position. Und Pierre Gasly steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Oscar Piastri, Norris, Theo Pourchaire, Verstappen, Albon, Ocon, Russell, Tsunoda, Liam Lawson, Drugovic, Hauge, Juri Vips, Magnussen, Doohan, Stroll, Joe, Leclerc, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ah, jetzt hat Leclerc auch noch Grid-Strafen hinnehmen müssen und startet nur von Platz 20. Na, das ist ja super. Das macht mir jetzt die Entscheidung für die Vertragsverhandlung ist auch nicht gerade leichter. Man kann ihm halt so gut halten, dass er schon mal immerhin ein Podium geholt hat trotzdem. Ne? Also immerhin im letzten Rennen, ne? Im Regen kann alles passieren in Spa. Vielleicht lag es auch daran, einfach bloß, warum er in Q2 noch rausgeflogen ist dann wieder. Er weiß das schon. Er kann ihn vielleicht noch überzeugen, wenn er jetzt ein starkes Comeback bis in die Punkte schafft. Das wäre vielleicht so noch die Überredungswerte dann auf jeden Fall. Die, ja, dass das. Ja, das hat es einfach in die Punkte schafft, das wäre dann nochmal so ein bisschen, würde meine Entscheidung leichter machen. Für die Vertragsverhandlung dann. Benzin, weiß ich nicht, machen wir mal so rein. Ja, Soft starten wir, war mir fast klar, weil wir auch weiterhin frischen Soft haben, logischerweise, und dann legen wir los. Oh, eine gute Reaktion. Oh, und Gasly kommt gut weg. Ja, das habe ich wieder im Rückspiegel gesehen und bei dem Pfeil. Pierre ist aber fast stehen geblieben. Ja, Pierre lässt sich keine Blöße. Da. Oh, No ist auch schon auf 3 jetzt vorgekommen. Oh, auch der hat einen bärenstarken Start gehabt. Beide Ferraris überholt. Oh, und wieder dasselbe Spielchen hier. Jetzt durch Rouge. Den Windschatten bekommt Pierre. Und wird ihn vielleicht zum Angreifen bringen. Ja, oh, ja, ja. Das wird ihn, diesmal gibt es den Angriff. Diesmal ist er nah genug dran. Diesmal kann er sich für sich entscheiden, diesen Windschatten, den er da hat. Oh, bremst er spät, Junge. Oh, und wir setzen uns durch. Let's go. Wichtig, sehr wichtig, weil ich glaube schon, dass der F sehr schnell sein wird. Wie er es im Sprint schon war. Oh, ich komme noch nicht so ganz auf die Bedingungen klar nach dem Regen-Qualifying. Haben wir wohl im Sprint ein bisschen gemerkt. Eventuell. Dass der Mann so ein bisschen sehr vorsichtig noch war. Deshalb habe ich mich auch kaum aufsetzen, auch noch so viel im Nacken dann am Ende hatte. Nicht nur Pierre. 18. Vor Pierre. Oh, jetzt kommt langsam ein bisschen den Vater auf das Gefühl. Weil es draußen auf der Bremse auch mehr. Ja gut, der Sprint war jetzt so ein bisschen eine Übung für Trockenverhältnisse halt, ne? Diese 5 Runden. Wir konnten es gewinnen, habe jetzt ein bisschen mehr Übung im Trocken hier halt auch. Das war ein bisschen weit raus. Und das sieht man vielleicht auch so ein bisschen schon. Ja, und so scheint es wieder wohl auf das altbekannte Duell rauszulaufen, oder? Sieht so aus, ob Norris langsamer wäre als wir beide. In Frankreich habe ich das ein bisschen vermisst. Da war Pierre absolut gar kein. Da hat er überhaupt nicht von den Siegen mitgekämpft. Da war der Meilenweit weg davon. Keiner warum, ausgeht im Heimrennen, aber hier ist er wieder voll bei der Musik jetzt. Auch wir bei der Musik jetzt, Alter. Ich habe ja gar keine Chance. Er fährt sogar die schnellste Runde, um 3/10 fast. Was machen die denn hinter uns? 4,5 Sekunden. Da muss er richtig abgehen. Zwischen Sainz und Norris. Sainz ja auch gerade vorbei an Lando. Und während Pierre halt noch gerade gar keinen Angriff machen konnte. Oh, diese Kurve. Schon wieder. Die ist echt tricky an diesem Wochenende bisher. Die will nicht so ganz. Mit der will ich mich nicht so ganz vertraut machen bisher. Der Rest ist ganz gut. Auf jeden Fall mal. Oh oh, jetzt können wir aber vorbeikommen gleich. Ja, 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 jetzt. Oh, das hat er gut gemacht. Da werde ich kaum Chancen haben, das irgendwie zu verteidigen.
Ja, nicht mal annähernd. Nee, das, da kann ich verteidigen, wie ich will. Oder? Oder ist der Topspeed doch ganz gut? Ja, nee. Da ist er vorbei. Okay, konzentrier dich, wir müssen dranbleiben. Ja, aber jetzt versuchen dran zu bleiben einfach. Dann können, kann da noch vieles gehen gegen Pierre. Oh. Und die Reifen melden sich langsam auch schon, habe ich das Gefühl. Irgendwie. Aber einfach dranbleiben versuchen. Das sollte, denke ich, hoffentlich mal machbar sein. Ich denke nicht, dass Pierre so viel schneller sein wird. Sah zumindest bisher nicht unbedingt danach aus. Und das sieht man jetzt auch von, wie er sich nicht unmittelbar absetzen kann. Also, ich denke, wir können schon dranbleiben. Hoffe ich zumindest. Boah, wir sind jetzt nur 8 Zehntel dahinter. Also, das ist echt ganz schön. Also, er hat uns in der Runde doch ganz schön abgenommen. Also, wo der die Pässe dann wieder hernimmt. Keine Ahnung, das ist wieder der Gassi, den wir aus den ersten Rennen kennen, auf jeden Fall. In Frankreich war ja davon keine Spur von diesem Gassi. Da war der ja so ein, keine Ahnung, war der vielleicht so ein Verstappen aus dieser Kehre Form oder so. Ey, das ist ja Wahnsinn. Keine Chance gerade. Ich glaube, in der nächsten Runde ist er auch ein Defensor. Hab so das Gefühl. Oder? Das ist ja Wahnsinn. Wo nimmt er die Pace wieder her auf einmal? Der ist auch mit Abstand der Schnellste mit uns trotzdem. Wir setzen uns weiterhin ab von sein sie auch. Also wir sind jetzt nicht langsam. Aber Pierre ist einfach schon wieder wie ein anderer Fahrer auf einmal. Ja, ich sag, Jeffy, aber zumindest mal das mit diesen Reifen, mit dem Grip halt. Ja, ich merke schon, dass da irgendwas mit den Reifen langsam schief läuft, aber trotzdem. Das ist echt krass, was Gassi hier macht. Aber gut, ist halt ein zweimaliger Weltmeister. Das kann man von dem auch erwarten, dass der sowas hinbekommt. Aber nach Frankreich war jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen. Aber wir sind sogar ganz nah dran jetzt hier. Oh, gelb. Oh, das ist ein Ferrari. Das ist Sainz. Das ist Sainz. Und rote Flagge! Positives Delta halten. Komm direkt in die Boxengasse. Wer Abstand LOL! Beträgt 16,0 Sekunden. Was hat denn Sainz gemacht? Hat sich gedreht vielleicht? Es war noch Schikane halt, wo die gelbe Flagge kam. Und auch sofort. Und der Sainz hat sofort verloren. Normalerweise ist das ja bei einem Motorsport nicht unbedingt der Fall. Also, hat er sich vielleicht gedreht? Oder das kann ich mir gut vorstellen. So mit Medien natürlich, klar. Sind sie ausgewählt, hoffentlich, und nicht die Softs. Ich hoffe mal, ja. Los geht's. Weiter geht's. Ja, sind Minus gut. Noch einmal. Noch einmal. Oh, eine gute Reaktion, ein guter Start im Vergleich zu Pierre. Oh, da sind wir schon direkt neben ihm. Oh, ist außen, aber oh, außen, das ist ja auch nicht so gut. Obwohl, da können wir früher Gas geben. Und können uns vielleicht durchsetzen. Ja, so ist es auch. Aber oh, das war wohl nicht unbedingt der cleverste Moment zum Überholen vielleicht. Was hat Pierre schon wieder diesen schönen Windschatten? Schau mal so ein Rennen. Oh, jetzt kommt Pierre schon wieder an. Oh, Pierre will dieses Frankreich nicht auf sich sitzen lassen. Man merkt. Oh Gott, jetzt nicht berühren. Oh, nicht kollidieren. Oh, das zieht er durch. Ja, man weiß noch nicht die optimale Linie leider. Oh, Alter, hat er gut gemacht. Oh, außen, vielleicht irgendwie außen. Ah, ne, da fehlt der Schwung leider. Boah, ist immer richtig nah dran, ja? Kommt hier wohl noch nicht so ganz im Fahrtgrad, oder was? Mit uns liegen die Medien einfach besser, offensichtlich. Keine Ahnung. Mal sehen, was Landis machen kann. Ist er halt auch direkt mal dran. An uns. Und der jetzt besser mithalten kann, als vorhin noch. Ja, sieht ganz nach Pierre Gasly gegen uns aus. Mal wieder um den Sieg. Wie so oft schon in dieser Karriere. In Frankreich blieb uns das nur verwehrt, aber ansonsten ja sehr oft halt. Und jetzt auch das DRS aktiviert wieder. Und wir können wieder besser mithalten. Das könnte auch an den Softs gelegen, an den toten Softs mittlerweile. Oh ja. Die werden bisher beide stark. Auch Verstappen ist ja halt nicht weit weg. Aber hier ist er auf jeden Fall easy kontern können. Auf jeden Fall. Naja. Das wird Pierre hoffentlich nicht zu verteidigen geben. Außen. Wir sind ja auch da nach außen geeignet. Obwohl. Oh oh. Von wegen, das wird easy. Oh, wir bremsen richtig spät. Boah, und bremsen uns hier richtig schön vorbei. Das haben wir mal den Pierre hier von der ersten Runde gerade gemacht. Von der dem Restart der ersten Runde, meine ich. Verdammt, wir sind auch vorbei. Nose gleichzeitig. Das ist natürlich toll. Also nicht toll, also ironisch gemeint gerade. Aber die Konstrukteurswerden kann man eh von außen sich vergessen, weil der Claire halt absolut nicht abliefert.
Und die haben dann einfach zwei, vor allem Gasly halt, und Verstappen ist jetzt auch nicht so schlecht wie Leclerc bei uns, ne? Also, der ist auch nicht so gut, Verstappen bei Red Bull im Vergleich zu Pierre, aber er ist besser als Leclerc es bei uns ist. Und das reicht ja am Ende schon. Neue schnellste Runde vielleicht. Oh ja, let's go. Aber das Ding ist, Pierre hat er trotzdem nicht mal annähernd abreißen lassen, ne? Obwohl wir jetzt gerade die nächste Runde gefahren haben. Also, das ist auch keine, nicht so schlecht von Pierre gewesen somit. Und jetzt hat der auch allerzeit, denke ich mal, die Chance wieder zu kommen. Obwohl er jetzt sogar 18 weg von uns ist. Aber er hat trotzdem das DS halt. Und das ist halt das Ding. Es wäre halt so wichtig, das Rennen zu gewinnen. Es wäre halt einfach so wichtig. Oh no, es hat echt keine so gute Pace. Verdammt, kannst du absetzen auch schon. Aber wir können es nicht absetzen von Pierre. Der will das noch nicht so auf sich sitzen lassen, offensichtlich. Dass wir ihn überholt haben. Boah, jetzt ist er aus dem DS-Fenster vielleicht. Ja, ich glaube nicht. Hier ist irgendwo der Messpunkt und da war er jetzt, glaube ich, knapp drin. Ah, Mann! Aber wir fallen jetzt gerade doch die bessere Pace als Pierre zu haben. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, er war immer noch knapp drin, glaube ich. Ja, er war auch. Er kommt ja auch immer näher ran wieder. Er war noch knapp drin. Ja, viel fehlt nicht mehr. Wir haben jetzt gerade doch die bessere Pace so gegen Ende. Als Pierre. Ja, mal, jetzt ist er gerade eine Sekunde raus. Aber mal sehen, ob das auch so bleibt. Dann jetzt würden wir ihm aber trotzdem nur Punkte abnehmen, aber nicht die WM-Führung übernehmen. Das ist auch wieder klar. Ja, aber der bleibt irgendwie trotzdem immer dran, Mann, dieser Fuchs. Oh, der ist echt gut. Der ist echt gut. Pierre, der bleibt irgendwie dran. Der bleibt irgendwie dran, ja schon wieder. Ist er sogar immer noch dran. Also, er ist weit nur weg, dass er nicht attackieren kann. Also, wenn wir das immer, wir müssen dann nicht wegziehen von ihm. Also, es reicht immer, wenn wir so 18 vor ihm halt sind auf den Geraden. Da kann er auch nichts machen. Aber ist halt Wahnsinn, dass er trotzdem irgendwie dran bleibt, obwohl wir eigentlich gerade eine richtig starke Pace auch haben. Oh wow, es ist Pierre nur richtig gewesen, Junge. Alter, ist der mir aufgeschlichen in dieser Runde jetzt nochmal. Und das war jetzt auch keine schlechte Runde eigentlich. Also von der Fehlerfreiheit her zumindest mal. Kann man einfach nur die Kurve gut nehmen, ja, die war gut. Aber ich glaube, den letzten Angriff, den wird sich Pierre jetzt nicht entgehen lassen. 4/10 ist nicht viel. Ja, nee, das wird den Angriff geben, oh Mann. Das könnte nur am Ende der entscheidende Angriff sein, glaube ich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 3/10. Also ja, es wird auf jeden Fall den Angriff geben. Oh oh, oh oh. Und wie ich den angebe, oh oh, das könnte richtig eng werden, oder? Irgendwie daneben bremsen noch. Oh, es wird eng. Oh, wir setzen uns durch mit aller Gewalt, die geht. Boah, es war mir fast schon klar, dass der sich das nicht entgehen lassen wird, nochmal mit diesem einen Angriff zu starten. Und dann natürlich in der letzten Runde. Oder auch sonst. Hier hat er natürlich auch nochmal die Chance zu kontern und ich glaube, das würde er auch wollen. Vielleicht. Ja, aber ich glaube, diesmal ein bisschen weiter weg als vorhin noch in der Vorrunde, ne? Also ein bisschen zur Mitte fahren, ein bisschen. Ja, nicht verbremsen, ja, sehr gut. Die Kurve nochmal die letzte und dann gewinnen wir. Dieses Rennen, was ich mir so gewünscht hatte, weil es kratzbar ist. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Die maximale Punkteausbeute 34 an einem Sprintwochenende. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja, aber auch Pierre, also was das schon wieder für ein Duell auch überwiegend war, das ist nicht normal. Ja, Leclerc. Ja. Der hat eine kleine Auflösung hingelegt. Also mal 5 Plätze gewonnen, ja. Ist ja nicht so schlecht, würde ich sagen, ne? Also. Ja, aber ich habe eigentlich mit Aufholjagd gemeint, dass er es in die Punkte schafft, ne? Und da war er. Ja, schon einiges weg von Pocher. Das sind insgesamt so 8 Sekunden, das ist schon echt sehr viel. Ja.
Vor allem, wenn man das hier sieht, die beiden Red Bull. Naja, gut. Jetzt ist nur die Vertragsverhandlung, Mann. Das ist halt echt schwer. Wollen wir ihn behalten noch für die zweite Saisonhälfte? Oder von jemand anders dann doch lieber holen? Jemand, der sich mittlerweile verdient hat. Oder mehr verdient hätte. Oh, ich weiß es echt nicht. Das wird, könnte echt eine schwierige Entscheidung werden. Auf jeden Fall. Zwei Punkte dran stehen nur noch. Trennen uns und Pierre. Suchende kann es gehen. Und dahinter ist wieder niemand. Ja, es wird wieder mal das altberühmte Duell offensichtlich. Wir gegen Pierre Gasly. Oder andersrum. Aber wir sind hier sogar punktgleich mit Mercedes. Und immer noch nicht Meier weg von Red Bull. Also, obwohl Leclerc, ja. Okay, man muss jetzt sagen, auch Verstappen liefert halt nicht Bärenstark ab. Ne? Also ich meine, der ist hier nur Sechster, ist hier schon 90 Punkte hinter Pierre auch. Ne? Und Leclerc ist 123 Punkte hinter uns. Also das ist auch, also von den Teamkollegen her, Pierre 90 vor Verstappen und wir 123 von Leclerc, sind von den Teamkollegen der Unterschied ähnlich sogar, würde ich fast sagen. Ne? Bei Verstappen, klar, deutet immer noch weniger weg von Pierre als Fall, also als es Leclerc bei uns ist, aber das ist ja trotzdem auch ein gigantischer Vorsprung, den Pierre auf seinen Teamkollegen hat. Und damit, das liegt natürlich daran, auch warum wir noch einigermaßen die Chance hätten, um den Konstrukteurstitel zu fahren. Wenn beide gut wären bei Red Bull, hätten wir keine Chance. Nicht mal annähernd. Weil was damals auch so ein bisschen am Schwächeln ist, außer vielleicht noch heute, aber von den Punkten her, wenn man das so ansieht, ist das schon klar deutlich zu sehen, dass auch Verstappen so ein bisschen der Leclerc bei uns ist, so mehr oder weniger. Und darum haben wir noch so eine gute Chance. Und bei Mercedes ist ja eh das Problem, die sind zwar beide da ziemlich vorne, aber beide halt weit weg von uns auch vor allem und beide auch immer ziemlich unkonstant meistens. Wie man es ja bei Mercedes kennt, seit letzter Saison, überletzter Saison und so weiter und so fort. Ja, da wären wir also bei der Vertragsverhandlung. Ja, das wird jetzt ein Spaß. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen überlegen, was ich mit ihm eigentlich machen soll. Und eine Rücktrittserklärung. Ah! Und wenn man davon spricht noch. Ich habe doch noch am Anfang dieser Folge, glaube ich, gesagt, Kevin Magnussen wird wahrscheinlich seinen Rücktritt in dieser Saison noch bekannt geben für nächste dann. Also, dass er in der nächsten Saison nicht mehr dabei ist. Tja, und gesagt, getan, da haben wir die Rücktrittserklärung von keinem geringeren als Kevin Magnussen. Es war klar, ich hab ja gesagt, der wird da selbst zurücktreten. Das war mir sowas von klar. Es war doch bestimmt jedem klar, oder? Also, es musste doch eigentlich passieren, dass der seinen Rücktritt mal erklärt. Und ich glaube, Alpha Tauri? Haben die was gemacht? Ich denke mal, die kommen nie herangefühlt auch mal. Es kann sein, dass die was gemacht haben, gerade ein kleines zumindest, aber gut, ist egal. Ja, Vertragsverhandlung weiß ich nicht. Wer würde denn in Frage kommen eigentlich? Eventuell Verstappen, weil der auf jeden Fall besser als Leclerc ist trotzdem und dann würden wir auch Red Bull vielleicht, wenn vor allem Leclerc dann zu Red Bull geht, uns vielleicht einen Gefallen tun und Red Bull so ein bisschen abschwächen, weil ich glaube nicht, dass Leclerc dann so viel besser bei Red Bull wäre und Verstappen vielleicht schon bei uns dann. Ja, Puffer wäre vielleicht wohl eine Idee, die Mercedes vielleicht, auch wenn die immer mal so unkonstant auch sind. Ja, oder halt Gasly zurückholen, aber den hatten wir halt schon. Das wäre ein bisschen lame. Ich will schon mal die Saison vor allem mit ihm gegen Red Bull dann halt so ein bisschen kämpfen, ne? Gut, wenn wir uns Pierre wiederholen würden, dann würden wir Red Bull auf jeden Fall sehr schwächen. Da hätten wir wieder realistische Chancen auf den Konstrukteurstitel. Aber gut, das war's jetzt bis zum nächsten Mal und ciao.